Hallo und Gesang zu einem weiteren Special. Und zwar ist das das Special Video Nummer 400. Und für alle, die neu dabei sind, kurz zur Erklärung. Ich feiere sozusagen nicht runde Abo-Zahlen, so wie die meisten anderen Let's Player. Dann gibt es ein 50-Abo-Special und 100-Abo-Special und 1000-Abo-Special. Bei mir gibt es jedes 100. Video ein Special. Und das ist jetzt das 400. Video, was ich hochlade. Und ja, ich gebe mir ganz gern Mühe für die Specials. Bei diesen muss ich sagen, ich habe lange überlegt, was ich machen soll. Hätte auch ein paar Ideen gehabt, aber irgendwie hat mir nicht so ganz wirklich gefallen. Und im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, dass ich einfach nur red diesmal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit und wollt euch anhören, was ich zu sagen habe. Und zwar, mit was fange ich an? Ich glaube, ich fange für die Ungeduldigen mit dem Dankeschön an. Und zwar Dankeschön an euch, nämlich an die ganzen Zuschauer. Ich habe nämlich ziemlich viele Kommentare bekommen, wo drin steht, deine Videos sind toll, dein Kommentarstil ist toll, die Spiele sind toll. Viele Komplimente, sage ich mal. Und ich habe mir gedacht, es wäre jetzt mal auch an der Zeit, meine Zuschauer zu bewerten. Und ich muss sagen, 1A plus plus oder keine Ahnung, was das Höchste ist, was man an Wertung vergeben kann, weil unglaublich. Also ich habe mittlerweile ungefähr 2300 Kommentare bekommen. Was eine relativ große Menge ist, denke ich. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls war es viel. Und bei diesen 2200, 300 Kommentaren waren, denke ich, abgesehen davon, dass es einfach das ein oder andere Kommentar gibt, da wo jemand gar nichts reinschreibt, außer vielleicht null oder nur ein Rufezeichen oder sowas und das fliegt dann als Spam natürlich raus, waren, glaube ich, 4 Kommentare, die Löschkandidaten waren. Das war unter anderem Beschimpfung, nicht gegen mich, sondern ganz allgemein. Das war Beleidigung, das war Aufruf zu irgendwelchen Dingen, hinter denen ich nicht stehe. Und ich habe alle Verursacher angeschrieben. Ich habe mich mit allen unterhalten. Alle haben sich entschuldigt und alle haben ihr Kommentar wieder gelöscht. Das heißt, ich kann sagen, Wahnsinn, also super, unglaublich. Ich hätte das nie im Leben gedacht, dass es in der ganzen Menge an Zuschauern im Prinzip keinen einzigen gibt, der irgendwas macht, wo ich sage, das ist nicht so toll. Also tausend Dank. Ich sage jetzt einfach, unterschleim ich nicht rum, ich sage einfach, ihr seid die besten Zuschauer, wo es gibt, weil flawless, also es wird massig geschaut, es wird massig kommentiert, es wird bewertet, ich tausche mich mit vielen über PN aus, also toll, ich habe ein paar Leute auch kennengelernt, Let's Play-Kollegen, mit denen ich inzwischen ein paar Projekte auch mache mitunter, also unglaublich. Und ich habe mir das nie gedacht, wo ich mit YouTube angefangen habe, wann waren das jetzt, im Mai, also vor ein bisschen über 5 Monaten. Dass das so toll wird, also dass das so gut läuft. Und da rede ich jetzt gar nicht von den Zahlen, die sind natürlich auch super, sondern einfach vom insgesamten Feedback und von der Community. Also nochmal, vielen, vielen Dank, super, bin extrem beeindruckt. Gut, und alle, die jetzt keine Lust mehr haben zum Zuhören, ihr seid entlassen und alle anderen, würde mich freuen, wenn ihr noch dabei bleibt, weil ein paar Dinge habe ich noch zu sagen. Nämlich zum Beispiel, dass ich extrem viel gelernt habe über mich selber beim Let's Playen. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, weil Let's Playen ist, wenn man Let's Playen zu beginnt, ist es relativ passiv. Man nimmt was auf, man hat das Gefühl, man redet mit sich selbst, es ist alles ein bisschen künstlich. Man stellt das online, 3 Leute schauen das oder vielleicht 5 und wenn man Glück hat, kommentiert einer und passt. Dann irgendwann nimmt man ein Video auf und peng, plötzlich wird einem bewusst, das werden morgen vielleicht ein paar hundert Leute sich anschauen. Oder noch mehr, wer weiß. Es gibt ja ein paar Videos, die wurden noch öfter geschaut wie ein paar hundert Mal.
Und das ist ein ganz ein eigenes Gefühl, muss ich sagen. Also da kommt viel auf einen zu, mit dem man nicht gerechnet hat. Zum Beispiel die Frage, ist man wirklich kritikfähig und wie kritikfähig ist man? Also wenn man mit irgendjemandem zu tun hat, mit einem einzelnen Menschen und man redet mit denen und man wird von dem kritisiert, mal als Überbegriff, worunter ich jetzt natürlich auch verstehe, dass derjenige zu dir sagt, du bist ein toller Mensch von mir aus, aber das und das hast du schlecht gemacht oder falsch gemacht oder könntest du besser machen. Und da muss man einfach zum Teil dazu stehen und sagen, stimmt. Und das ist etwas, das lernt man beim Let's Playen extrem, wenn man mehr Zuschauer hat, weil man kann so gut spielen, wie man will. Man wird immer irgendwas falsch machen und es wird immer irgendeinen Zuschauer geben, dem das auffällt und der einen das sagt. Und mit dem muss man mit der Zeit erst lernen umgehen. Und da bin ich immer noch im Lernprozess, mit dem versuche ich immer noch richtig umzugehen. Und teilweise artet das natürlich aus in irgendwelchen Erklärungsversuchen, wo ich sage, ja, aber das habe ich so und so gemacht, weil, keine Ahnung, einfach um sich rechtfertigen. Und irgendwann kommt man dann dahinter, dass man sagt, okay, den einen oder anderen Fehler muss ich einfach auch eingestehen. Und ja, hat man es dann mal gemacht, fühlt man sich ein bisschen besser. Und da arbeite ich gerade dran noch und viele Fehler, extrem viele Fehler sind es nicht, die ich eingestehen muss. Und ein paar Erklärungsversuche, die ich anbringe, sind auch durchaus gerechtfertigt, weil wenn ich sage, ich spiele was blind, ist es für mich einfach ganz klar, zum Beispiel, dass ich nicht alles übers Spiel wissen kann. Da gibt es auch nichts zum Erklären oder zu entschuldigen oder keine Ahnung, es ist einfach so. Ja, und was ich auch gelernt habe, ist, was Erfolg bedeutet. Im kleinen Rahmen jetzt natürlich. Also ich bin ja nicht super erfolgreich, aber ich klassifiziere es mal als es läuft nicht schlecht. Und ja, ich sag, Erfolg bedeutet, dass man sich irgendwann überlegt, was will man mit der ganzen Sache anfangen und was ist eigentlich das Ziel und warum macht man das und macht man es nur aus Spaß oder ja. Wie auch immer, und ich muss sagen, Spaß ist nach wie vor der Hauptgrund zum Let's Playen. Weil ich gern spiele und weil ich auch das gern mittlerweile aufnehme, weil ich gern dazu rede, weil ich gern erkläre, solche Sachen. Und dann natürlich kommt dazu Feedback und so, das motiviert extrem und auch, dass man sieht, man unterhält wirklich Leute. Und da sage ich mal, habe ich jetzt mein Ding gefunden beim Let's Play, dass ich sage, ich möchte die Leute unterhalten und ich möchte ihnen Lust machen, die Spiele selber zu spielen. Also wenn ich von jemandem höre, der sagt, Tom, ich habe dein Let's Play geschaut, und wenn es nur eine Folge ist, oder sogar erst recht, wenn es nur eine Folge ist, und darum habe ich jetzt beschlossen, ich muss das selber spielen, weil es mir so gut gefällt, ist das im Prinzip ja das größte Ziel, was man erreichen kann, finde ich für mich jetzt als Let's Player, dass man jemandem so eine große Lust macht, dass er das Spiel selber spielen will. Wenn jemand das ganze Let's Play schaut und sich unterhalten fühlt, das ist natürlich ein nicht minderwertiges Ziel zu erfüllen, aber im Prinzip, ich glaube, wenn man es so weit schafft, dass die Leute das selber spielen, das ist wirklich toll. Und da sage ich, das ist es auch okay, wenn sie bei mir nicht mehr weiterschauen, wenn ich weiß, sie machen das, weil sie es selber spielen wollen. Und ich bin ja in einer Position, wo ich sage, im Prinzip kann es mir egal sein, wie viel Abos ich habe, wie viel Views ich habe. Mir war es immer wichtig, dass ich eine gewisse Menge erreiche. Da bin ich mal ganz offen. Also für mich war klar, wenn ich nicht innerhalb von einem Jahr, sagen wir, 100 Abonnenten erreiche, dann mache ich offensichtlich irgendwas falsch. Und dann sollte ich das Let's Play überdenken. Über das Ziel bin ich großzügig hinausgeschossen, würde ich mal sagen. Von dem her passt das. Geht's weiter auf jeden Fall. Wie es weitergeht, wie viel es weitergeht, wie lang es weitergeht, sind alles offene Fragen. Ich kann nur sagen, die Grundtendenz ist gut und ich sehe nichts, was dem Ganzen weiterhin im Wege steht. Ich sehe auch nach wie vor keinen Grund, ein bisschen aggressiver an die Sache ranzugehen, also so wie andere das machen, die dann richtig die Werbetrommel rühren oder die sich was weiß ich was alles einfallen, um neue Leute anzulocken. Braucht es nicht, will ich nicht, gehört nicht zu meinem Stil. Ich sage, ich kann mit Stolz, wirklich mit Stolz sagen, ich habe, glaube ich, bisher kein einziges Mal gesagt, abonniert mich
oder favorisiert es mich oder irgend so einen Blödsinn, weil das interessiert mich nicht, das zu sagen, weil es mir ganz ehrlich egal ist, weil die Leute, wenn sie mich abonnieren wollen, werden es machen. Ich muss es ihnen nicht extra sagen. Und in den letzten Wochen und Monaten habe ich gesehen, ich habe recht, ich muss es keinen sagen, wenn es interessiert, macht das sowieso. Und das ist im Prinzip die Methode, die ich bevorzuge. Und ich will so Let's Playen, dass ich es selber schauen würde. Wo ich sage, Leute, die einfach nur spielen und nicht groß Werbung machen und nicht groß davon reden, wie toll sie sind und sich nicht übermäßig arg verkaufen, die finde ich einfach sympathisch und die schaue ich gern. Und darum möchte ich selber so sein. Und ich glaube, das habe ich gut im Griff. Hoffe ich zumindest. Ja. Und noch irgendwas, ja, was ich auch gelernt habe, um das noch dazu zu sagen, ist teilen. Und teilen ist wichtig. Also den Erfolg teilen, die Zuschauer teilen sozusagen. Und das ist deswegen wichtig, weil ich sage, ich kann im Prinzip kaum einen Zuschauer allein zufriedenstellen. Ich kann nicht alle Zuschauer zufriedenstellen. Ich kann keinen Einzelnen vollständig zufriedenstellen, weil ich einfach nicht jeden Tag, keine Ahnung, 10 Stunden hochladen kann. Ich kann nicht parallel 50 verschiedene Spiele spielen, obwohl es gefragt wäre. Darum gibt es eben nach und nach die Partnerschaften bei mir, die ich eingehe, wo ich sage, ich habe Let's Play-Kollegen, mit denen probiere ich mich ein bisschen abzureden. Let's Play-Kollegen, die genretreu auch sind oder die sich auf eine bestimmte Richtung konzentrieren, sprich, wie auch ich, grob Simulationen, Aufbaustrategie, Wirtschaftsspiele. Und ich teile mir im Prinzip mit denen, ja, alles. Also ich sage, pass auf, wir reden uns ein bisschen ab, wer was spielt. Wir verlinken uns gegenseitig, weil ich möchte einfach meinen Zuschauern ein bisschen mehr bieten als das, was ich habe und sag, schaut's, ich spiel ABC und vielleicht noch ein, zwei andere, aber der ganze Rest geht sich nicht aus, aber der und der Let's Player, die machen das super, die wollen das auch Let's Playen, also bitte meine Empfehlung, schaut's das bei dem und dem. Und ja, das gehe ich jetzt so nach und nach an und da werde ich ein kleines Netzwerk probieren aufzubauen, sage ich mal, denk mal mit ein paar, mit einer Handvoll Leuten. Scheint ganz gut zu laufen, ist alles noch ein wenig in Entstehung und wie sich das Ganze entwickelt, wird sich auch noch zeigen. Da hat auch keiner irgendwelche Verpflichtungen, das ist alles total freiwillig und ja, macht im Prinzip jeder nur, solange er Spaß dran hat. Ja, dann glaube ich, war es das und es war sicher ein Special, wie ich es mir vor 100 Folgen nicht erwartet hätte, dass es wird. Es ist ein Special zu einer Zeit, wo Dinge passieren, die ich mir nicht erwartet habe. Gute Dinge. Und ja, es ist nur Gerede. Keine aufwendige Präsentation, keine bunten Grafiken, nix. Aber war einfach mal an Zeit, nur sowas zu machen, weil ich einfach Lust drauf hatte. Und das bleibt sowieso immer noch die Regel Nummer 1. Ich mache das, auf was ich Lust habe. Und ich hoffe, ihr habt auf das, was ich mache, auch Lust. Und wenn das so ist, dann trifft sich das gut. Und dann ist es, denke ich, der richtige Weg. Also dann, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba.